müdür de zaptuğuna gelecekti. Bir zaman ben beni kumur bir vekamım ben. Ve bitin? İlk zaman bir de geri bir vekamım. Bel, bel. Ja, ich bin hier auf St. Pauli groß geworden. Hier auf St. Pauli bin ich groß geworden. Ernesto Oetjens. Ja. Hier, das ist ein tolles Bild. Ja. Ist so? Ja. Was ist das? Kunio. Un Valise di Ricordo heißt das. Was heißt das übersetzt? Ein Koffer zur Erinnerung. Mhm. Was ich sagen wollte, unten hat er das Bruno Bruni-Bild aufgenommen. Ne? Das ist was mit Valise, was heißt das? Una Valigia piena di Ricordi. Das ist aus. Also, habe ich auch gesagt, das ist eine Valise mit Erinnerung. Das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Das war ja. Das habe ich gekriegt zum Jubiläum der 80 ist. Eine Sendung. Was steht da drauf? Aus einer Migrantengeschichte. Ein Koffer voller Erinnerung. Ja, das wollte ich. Das würde mir gefallen, ne? Sondern die Madonna. Wenn auch hübsch gemacht, auch koloriert schön gemacht, ne? Ja. Ja, naja, und dieses, naja, kann man nicht viel sehen. Ne? Das ist wahrscheinlich im Nebel gemacht worden, oder wie? Ne? War Nebel über Hamburg. Das war viel Krabbe. Hä? Viel Krabbe dabei. Oder viel Krabbe, ja, auch, das kann man auch sagen. Ne? Naja, und diese Oper da, mit der weißen Friedenstaube, ja, das hätte mir rauskommen müssen, das Bild. Was, ne? Wie siehst du das? Muss ja, also ich würde sagen, also das Bild ist mir zu hell. Ja? Ja. Wenn es koloriert wäre, würde es vielleicht ein bisschen besser hervorkommen, ne? Und so. Naja, und der kleine Junge da unten. Aber ich habe das schon mal auf Streichholzschachteln entdeckt, dieses Bild. Was hat das für eine Bedeutung? Ja, da ist es besser drauf, meines Erachtens. Ne? Das Bild auf der Streichholzschachtel ist besser. Ne? Die bei Cuneo ausgegeben werden da. Ja, was soll das Bild denn bedeuten? Erwartet sie Freude oder was? Naja, wahrscheinlich, ne? Was ist das überhaupt da oben? Das ist Flamme empor, oder wie? Ist das Licht? Oder was soll das sein? Das sind Spermatozoen. Ah, guck dir einer an. Das soll nur einer wissen. Ja, man muss ein Buch haben, ne? Wie gesagt, so ein Guido. Bunte Spermatozoen. Ja, und der kleine Junge, der wird wahrscheinlich nach seiner Mutter suchen, ne? Oder bravo, Ernesto, das hast du sehr gut gesagt. Ja, irgendetwas ist damit los. Naja, und das Bild, ne? Das ist, wenn man das sagen das ist sehr gut so, das passt sehr gut so. Das ist ein kaputtes Bild. Von dem Maler Orlando, weil er so viele Zigaretten hat. Die geht ja schon in Kippenhaare hier vorne da. Ne? Ja, und das sind die Pinsels, ne? Oder was soll das? Das heißt, das ist ein Bild, so wie das würde ich sagen, Maler ohne Geld. Ne? Maler ohne Geld. Das ja, weil die Pinsel ruhen, haben keine Arbeit. Nein. Ja, irgendwas muss man ja sagen. Ne? Ach du Elend, jetzt kommt die Katastrophe, keine Katastrophe. Da soll ich nur erstmal raussuchen, was das bedeutet. Haben keine Arbeit. Ja, was soll denn das? Das ist ja schon vom Weltall irgendwas. Ne? Und hier. Ah, da bin ich ach, gespannt. Das Bild finde ich ja ganz groß. Das ist die Himmelstür. Wenn einer raufgeht, da macht Petrus die Tür auf. Das darf nicht wahr sein. Hä? Hab ich dir das schon erzählt? Hä? Das ist die Himmelstür, tatsächlich. Ja? Ja. Da kannst du mal sehen, was ich intelligent bin. Was kommt noch dazu? Mal sehen. Ja. Das ist die Himmelstür. Und was noch? Ja, ich sage ja, das ist die Himmelstür, die andere wäre so. Ne, da liegt ja der Schlüssel. Also das symbolisiert die Himmelstür. Ja, da liegt ja der Schlüssel. Da kann man ja reingehen, denn. Ja, bravo, du hast den ersten Preis gewonnen. Ja, da kann man reingehen, denn. Es gibt da so eine Möglichkeit. Ja. Naja. Und da unten steht noch was. Es verfehlt noch was? Guck mal, die Schlüssel fehlt auf was? Auf eine Welle. Sie wohnen hier unten? Oder wo? Ja, das ist eine hier? Welle, was da unten steht. Was soll das? Schlüssel fehlt auf eine Welle.
Ja, was bedeutet das? Ja, nee, da bin ich jetzt überfragt, da kann ich dir keine Antwort geben. Aber das, so wie ich eben so, stelle ich mir das vor. Es gibt nichts. Würde ich sagen, als Laie. Wohlverstanden. Nee, du hast sehr gut gesagt. So, was haben wir denn auf der Bilder zu? Na ja. Fiesta da. Ach so, das musst du machen. Ja, na ja. Ich bin gespannt, was du darüber sagst. Da bin ich da. Oh Gott, übergeflacht. Gott, was ist das denn? Das ist ja das Gesicht und dann da oben. Naja, da ist der Gemüsegarten drin, ne? Oder sind das Leute? Oder sind Leute? Ich habe meine Brille nicht auf, entschuldige, ne? Wenn ich die Brille aufhätte, dann könnte ich es vielleicht noch besser. Aber ich sehe jetzt, dass da Leute sind. Und dann da oben, oha. Naja. Aber da. Was hat er da an? Das ist ja so ein Jeanshose wohl wahrscheinlich. Und das Bild, ja, also das sagt mir an und für sich gar nichts. Da muss man irgendwie schon ein bisschen höher, was ist denn das da drin überhaupt? Ich meine, das Bild ist fantastisch, so ist es nicht. Weil die Leute, die da was von kennen, die werden das vielleicht sogar hervorragend finden, ne? Aber da, nein, das Bild interessiert mich mehr da. Das ist ne? eine persönliche. Was ist das? Das ist eine. Ist das auch ein, eine Verwandte von meiner Frau? Ach, die sind von dir, die Verwandten. Ja, aber das Bild ist wunderbar, ne? Das ist so wie die alten früher, so wie bei Cuneo die alten Bilder, ne? Die sind wunderbar. Ja, ja, Jörg. Dann hast du ja eine Beschreibung von den Bildern jetzt gekriegt. Und was hier der Laden hier anbelangt, da muss man sagen, eine Bibliothek, wie sie Buche im Buche steht. Siehst du wohl? Da die große Musikanlage, die wunderbaren Platten da, die Opern und so weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier ist ja alles da. Da kann man mal sehen, wie die Künstler leben, ne? Sorgenfrei.